Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grautöne. Mein Name ist Clemens Lukic. Mein Name ist Basil Alamara. Und wir sind heute zu Gast bei Professor Dr. Heiner Flassbeck in den Redaktionsräumen von Makroskop. Herr Professor Flassbeck, schön, dass wir bei Ihnen sein können. Danke, dass Sie gekommen sind. Hallo. Professor Flassbeck ist Wirtschaftswissenschaftler. Er war 1998 bis 1999 Staatssekretär im Bundesfinanzministerium im Kabinett Schröder I. Er war später Chefsvolkswirt der UNO-Organisation für Welthandel und Entwicklung, UNCTAD, bis 2012. Und er ist jetzt als Professor an der Uni Hamburg tätig und Herausgeber der Wirtschaftspublikation Makroskop. Er schreibt mehrere Bücher, äußert sich in Zeitungskommentaren. Also Sie sind sehr umtriebig in der Debattenwelt unterwegs. Das stimmt, ja. Herr Professor Flassbeck, wir würden gerne mit Ihnen über zwei Themen sprechen. Einerseits über Politik, andererseits über Wirtschaft. Wir würden gerne mit Politik anfangen und zum Einstieg mit Ihnen ein bisschen die Bundestagswahl reflektieren. Und wir saßen am Sonntag zu Hause, haben uns die ersten Hochrechnungen angesehen und dachten so, okay, 33% Union, 12% AfD, 10,5% FDP, also einer Mehrheit der Deutschen scheint es ja nicht wirklich an einer sozialeren oder linkeren Politik auf deutscher oder europäischer Ebene gelegen. Warum eigentlich? Das sieht in der Tat so aus. Es gibt ja den berühmten Spruch von Willy Brandt, der mal sagte, es gibt keine Mehrheit rechts von der SPD. Aber das stimmt leider nicht mehr. Es gibt eine große Mehrheit rechts von der SPD. Und das liegt aber auch daran, dass die SPD viele Felder vollständig aufgegeben hat. Und die Linke nicht in der Lage ist, diese Felder so zu besetzen, wie man sie vielleicht besetzen müsste. Und deswegen entsteht bei manchen Leuten sogar der Eindruck, der extrem absurde Eindruck, wenn ich mal das Wahlprogramm nehme, dass man bei der AfD irgendwie sozial aufgehoben sei. Das glauben ja offensichtlich auch eine ganze Menge Wähler. Und das ist natürlich extrem absurd. Aber so ist nun mal die Demokratie. Es gibt keine Gewichtung sozusagen nach Informiertheit oder anderem, wonach man sagen müsste, die Stimmen werden anders verteilt, als sie sind. Martin Schulz hat ja auf das Thema soziale Gerechtigkeit gesetzt, oder die Wahlkampfleiter der SPD haben das offenbar auch für richtig empfunden. Wir haben diesen Schulz-Hype erlebt, als er nominiert wurde, die Steigerungen in den Umfragen. Mein persönlicher Eindruck war daraus, offenbar möchten die Leute über soziale Gerechtigkeit diskutieren, und das Thema ist ja seit einer Weile schon da und ist auch nochmal mit Macht stärker in die Öffentlichkeit gekommen. Also Sie als Ökonom diskutieren schon lange über diese Themen und schreiben darüber. Auch andere Ökonomen im Handelsblatt, in der Wirtschaftswoche, in der Frankfurt Allgemeine Zeitung, ARD, ZDF, wurde das Thema, das ja gerne mal, zumindest meinem Eindruck nach, immer ein bisschen runterfällt, öfters thematisiert und aufgegriffen. Es wurde diskutiert, wie geht Verteilungsgerechtigkeit, wie geht soziale Gerechtigkeit. Mein Eindruck war, die Debatte ist da. Und dann eben, wie wir gerade besprochen haben, dieses enttäuschende Ergebnis. Und was ist jetzt die Konsequenz daraus für die Zukunft? Naja, sehen Sie, es gibt sozusagen zwei Schienen der Diskussion von Ungleichheit. Die eine Schiene, das sind diejenigen, die Sie zitiert haben, Herr Fratscher und andere, das Handelsblatt und die FAZ oder wer auch immer, die unheimlich gerne über Ungleichheit reden, aber keinerlei Schlussfolgerungen daran hängen, ne? Herr Fratscher sagt, wir müssen jetzt auch investieren. Ja, investieren müssen wir. Warum verteilen wir nicht einfach ein bisschen um, wenn wir Ungleichheit haben? Das sagt Herr Fratscher nie. Das ist sozusagen außerhalb seines Dogmas oder außerhalb dessen, was er sagen darf. Er will ja noch Karriere machen. Und dann gibt es die Leute, die sagen, was man tun kann, wie ich, die sagen, es gibt Ungleichheit. Offensichtlich gibt es große Ungleichheit. Die Ungleichheit hat stark zugenommen, in Deutschland auch, wie in vielen anderen Ländern. Und man kann etwas dagegen tun. Man kann umverteilen, dann hat man weniger Ungleichheit. Man kann jedenfalls aber auch perspektivisch dafür sorgen, dass es nicht noch mehr Ungleichheit gibt. Das ist ja auch ein Ansatz, den ich verfolge seit langem. Nämlich, ich sage, die Löhne müssen wieder stärker steigen.
Aber die SPD hat sich sozusagen für den ersten Weg entschieden, zu reden über Gerechtigkeit, aber nicht richtig zu sagen, was das bedeutet. Ne? Denn da hat sie sich ja nicht getraut. Ein paar Kleinigkeiten, klar, an Hartz IV, ein bisschen hier und da ein bisschen was geändert. Den Mindestlohn haben sie eingeführt. Gut, das ist ja richtig, aber der ist extrem niedrig. Der beseitigt an sich ja nicht die Ungleichheit und der beseitigt nicht die größten Ungerechtigkeiten in Deutschland. Der ist das Mindeste, was man von einem Mindestlohn sozusagen erwarten konnte. Und insofern ist die SPD nicht glaubhaft. Ich glaube, die Leute glauben einfach der SPD nicht. Wenn die SPD sich hingestellt hätte, gesagt, jawohl, wir erhöhen die Mehrwertsteuer oder wir erhöhen die Erbschaftssteuer oder wir wollen die Mehrwertsteuer senken, ist auch eine schöne Maßnahme, oder wir gehen nochmal an die Einkommensteuer ran und sorgen dafür, dass es wieder höheren Grenzsteuersatz gibt und die unteren stärker entlastet werden, dann wäre das ja alles mutig gewesen. Aber zu sagen, wir sind für Gerechtigkeit und dann piep, die Luft weg, das hat sich eben sehr schnell entlarvt. Sie sagen ja, dass das Dilemma der Linken darin besteht, dass sie zu radikal sind, zumindest nach Auffassung der bürgerlichen Mitte und dem, was letztendlich hier die mehrheitlich dominante und schon fast gewichtige Meinung hier in Deutschland ist. Wie kommen wir denn aus diesem Dilemma raus? Müssen wir das Thema, das zu sehr am Rand steht, soziale Gerechtigkeit, Umverteilungen, müssen wir das weiter in die Mitte holen? Oder brauchen wir einfach, wie Sie auch teilweise auch sagen, einen Wechsel der Politiker, die komplett ausgetauscht werden müssen? Ja, wir brauchen vielleicht einfach mutigere Menschen. Das wäre ja auch mal was, mutigere Menschen hätten. Und wenn Sie die Linke sagen, also die Linke großgeschrieben, nämlich an die Partei, die Linke, ja, da muss man sagen, da gibt es einige, die sich natürlich schon engagieren, die schon die richtigen Themen besetzen, aber natürlich auch nicht so, wie man sie eigentlich vom Sachverhalt her besetzen müsste. Ich sag mal, das ist mein Lieblingsbeispiel, ist Europa. Ne? Die Frage, was die deutsche Lohnzurückhaltung in Europa bewirkt hat, welche Schäden sie angerichtet hat, werden auch in der Linken, also was die Ungleichheit an Schaden angerichtet hat, um es mal so zu sagen, ne? Die deutsche Ungleichheit hat gewaltigen Schaden in der Welt angerichtet, aber in Europa ganz besonders. Das sagen in der Linken, bei der Partei Die Linke, auch nur ein kleiner Bruchteil, weiß nicht wie viel, 10-15% oder so. Und die anderen sagen das nicht. Die Grünen sagen es nicht, die SPD sowieso nicht, weil sie ja selbst dran beteiligt waren. Die haben es ja gemacht, Rot-Grün hat es ja gemacht. Und die Rechte sagt es natürlich sowieso nicht. Insofern ist dieses Thema vollkommen aus der deutschen Diskussion. Das ist doch irre, ne? Das war ein Thema, ein ganz zentrales, das zentrale, würde ich sogar sagen, europäische Thema, wird in Deutschland totgeschwiegen. Und da kommt eben die Linke auch nicht durch, oder der geringe Bruchteil bei der Linken kommt nicht durch, weil es auch bei der Linken sehr viele Realos gibt, die Realos in Anführungsstrichen, die nichts mit Realität zu tun, sondern die nennt man nur so. Und diese Leute glauben, wirtschaftspolitisch darf man sich überhaupt nicht profilieren, darf man nichts sagen, wirtschaftspolitisch machen wir alles so wie schon immer, also neoliberal. Und dann kriegt man auch da kein überzeugendes Profil hin, auch in der Partei Die Linke. Herr Flassbeck, hat man denn wirklich diese Handlungsspielräume? Ich habe vor der Bundestagswahl hat Wolfgang Streeck im Cicero einen Kommentar geschrieben, jetzt zu Martin Schulz, aber auch zu Jeremy Corbyn. Und momentan gibt es ja so einen sehnsüchtigen Blick vieler Sozialdemokraten und auch linker Politiker, die gucken nach Großbritannien, sehen den Erfolg Jeremy Corbyns und sagen sich, wenn dieser genuin linke Politiker damit Erfolg haben kann, wieso haben wir sowas in Deutschland nicht auch, so einen Aufschwung? Und da ist ein Punkt, der hier vielleicht valide sein könnte, dass die Linke in Deutschland gar nicht diese Handlungsspielräume hat, vor allem, weil wir eben auch im Euro sind. Also wir sind in dieser Währungsunion. Warum darf man das in Deutschland nicht sagen? Oder darf man keine linke Position haben? Kann man auf jeden Fall haben, aber die Optionen, also die Politiken, die umgesetzt werden können, sind, also das Argument konkret ist, dass ein Jeremy Corbyn durch einen Brexit, durch eine eigene Währung, die man auf- und abwerten könnte, mehr Spielräume hätte als ein Deutschland, das durch den Euro eingehegt ist. Deutschland hegt die anderen ein. Deutschland ist doch nicht eingehegt. Also ist ja Deutschland eingehegt? Von wem denn? Von Herrn Macron oder? Naja, von Herrn Schäuble. Na, bestimmt nicht. Genau, lässt sich von Herrn Schäuble einhegen. Deutschland ist von Herrn Schäuble eingehegt. Also mit anderen Worten, das ist nicht valide, weil wir haben ein deutsches Europa. Also die anderen. Ja, Deutschland ist jedenfalls die mächtigste Macht. Und wenn Deutschland etwas ändern will, dann endet es. Wenn 1998, als ich in der Regierung war, gab es noch ein paar befreundete Regierungen, unter anderem Frankreich und Italien,
Wenn die deutsche Sozialdemokratie nicht von der Fahne gegangen wäre, sage ich mal so, hätte man doch Europa schnell geändert. Es gäbe auch heute keine neoliberale Kommission mehr, denn die Kommission ist ja auch nicht neoliberal geboren sozusagen, sondern die wird von uns dazu gemacht die ganze Zeit. Das ist ja eine absurde linke Diskussion, auch linke und rechte Diskussion, dass Europa sozusagen gottgegeben neoliberal sei. Das ist ja überhaupt nicht so. Wenn Deutschland das ändern will, wenn Frankreich das ändern will, dann ändern sie es eben. Dann tauscht man ein paar Köpfe aus in Brüssel und sagt denen hier, jetzt geht's in die andere Richtung und dann machen die das. Was sollen die sonst machen? Aber wäre denn, wenn man jetzt sagt, okay, wir sprechen auch noch ein bisschen mehr über Löhne, das ist ein Thema, das Sie ja sehr bewegt, das Sie selbst sehr oft schreiben. Also erste Frage, wie kann man, ohne es über die Sozialpartnerschaft zu machen, überhaupt flächendeckend die Löhne massiv steigern? Sie sprechen ja immer von, müssten 4% die nächsten Jahre steigern, um das aufzuholen, was an Lohndeflation. Ja, genauso wie man sie gesenkt hat. Wie hat man sie denn gesenkt? Das hat ja auch jemand gemacht. Das ist ja nicht von mir, war es die Gewerkschaften. Sie schreiben ja, dass die Gewerkschaften da mitgemacht haben. Ja, die haben mitgemacht. Aber einer muss sie ja getreten haben in die Richtung. Wer war das? Ja, Herr Schröder, wer denn sonst? Natürlich Herr Schröder und seine Mann, die ja 2003 nichts mehr anderes wussten, als neoliberale Politik zu machen. Die waren verzweifelt. Die hatten nie ein Konzept. Mal ganz klar und deutlich zu sagen, ne? Wird ja auch selten klar und deutlich gesagt. Sag ich es mal ganz klar und deutlich. Schröder und seine Leute, seine Berater und die ganze Meshpoke um ihn herum hatten nie ein wirtschaftspolitisches Konzept. Nie. Als Lafontaine weg war, wussten die überhaupt nicht mehr, was sie machen sollten. Das Einzige, was sie machen, wussten, wir dürfen nicht anecken. Wir dürfen uns nicht mit der deutschen Wirtschaft anlegen. Ne? Und dann 2003, als die ganze Sache in den Bach runterging, weil die deutsche Wirtschaft sich einfach nicht bewegte, dann kam Schröder auf die geniale Idee oder irgendjemand, Schröder wahrscheinlich nicht, aber ist egal. Schröder hat es jedenfalls durchgesetzt. Wir machen jetzt rechte Politik, neoliberale Politik. Die Agenda war ja zu 3/4 vom Sachverständigenrat abgeschrieben. Copy and paste sozusagen. Und Schröder setzt das in der SPD durch. Dadurch hat er die SPD kaputt gemacht und hat aber den Eindruck gleichzeitig erweckt, es gäbe keine Alternative. There is no alternative. Das Tina-Prinzip, das Angela Merkel ja jetzt auch durchsetzt. Was eben vollkommen idiotisch ist. Es gibt natürlich viele Alternativen. Also Sie sagen, ich will das nur kurz festhalten, Sie sagen, man könnte ohne Probleme einerseits die schwindende Tarifabdeckung wieder ausweiten. Klar. Und man könnte auch politisch einwirken in das in diese Tarifautonomie zwischen Unternehmen und Gewerkschaft, wo dann eben die Löhne oder die Arbeitsbedingungen ausgehandelt werden. Um es mal ein bisschen einem extremen Beispiel zu sagen, wenn Frau Merkel übermorgen die Weisheit über Frau Merkel kommt und wenn Frau Merkel dann 3 Tage von heute an die Spitzen der deutschen Wirtschaft einlädt und lädt die deutschen Gewerkschaftsspitzen ein und sagt, Leute, in Europa geht es nicht so weiter, Deutschland muss sich ändern, ich habe es jetzt endlich begriffen, Deutschland muss seine Position ändern, wir haben Leistungsüberschüsse ohne Ende und die enden nie, sondern die steigen immer noch, weil es gibt offensichtlich keine andere Politik, es muss aber eine andere Politik geben, weil es das so nicht weitergeht, hat mir mein Freund Macron gesagt oder so, wie auch immer. Wenn Frau Merkel das machen würde, würde sie sagen, so Leute, jetzt geht ihr nach Hause und dann überlegt ihr euch, jetzt habt ihr nur 2 Möglichkeiten, entweder ihr erhöht jetzt die Löhne, wie Flassbeck sagt, jedes Jahr 4%, 5% für 10 Jahre. Oder aber diese Europa bricht vielleicht zusammen und dann, was passiert dann? Dann gibt es eine schöne neue deutsche Währung. Was passiert mit der deutschen Währung? Die wertet auf um 20, 30, 40%. Dann sind eure Märkte patsch kaputt. Ihr habt also die Wahl, liebe Arbeitgeber, zwischen 10 Jahre langsame Anpassung an höhere Löhne oder über Nacht kriegt ihr das, fällt euch das Ding um die Ohren. Und dann sind eure Märkte über Nacht futsch. Das ist die einfache Wahl. Und was machen die dann? Dann bleibt die Tarifautonomie bleibt erhalten, natürlich. Aber die machen was anderes, als sie es uns machen würden. Das heißt, in Tarifautonomie heißt ja nur, dass 2 Menschen darunter ihren Namen setzen. Das heißt ja nicht, dass die nicht beeinflusst werden können von außen. Und sie sind ja auch von Rot-Grün massiv die Gewerkschaften nach unten gedrängt worden. Und so kann man sie die Arbeitgeber nach oben drängen. Dann kommen wir mal gleich darauf zu sprechen. Also wäre denn hier eine 4-5%ige Steigerung der Mindestlöhne eine adäquate Methode? Nein, die Mindestlöhne alleine reichen ja nicht. Warum immer nur Mindestlöhne? Denn alle Löhne müssen um 4% steigen. Die Mindestlöhne auch, wegen mir um 10. Die Mindestlöhne. Aber alle Löhne müssen um 4-5% steigen. Ist überhaupt kein Problem. Kriegen wir denn nicht eine Inflation, Herr Flassbeck? Inflation! Herr Draghi bekämpft Deflation seit 10 Jahren, ungefähr nicht ganz 10, 8 Jahren. Also da müssen wir erstmal aus der Deflation wieder raus, bevor wir über Inflation. Also das macht Ihnen keine Sorgen, ja? Nee, ich meine, das ist das allerletzte, wo ich mir Sorgen mache.
Ich will Herrn Draghi helfen, mit seiner blödsinnigen Politik zu Ende zu kommen. Muss er, alle haben doch Angst vor dieser schrecklichen Draghi-Politik. Ich will ihm helfen, dass er endlich beenden kann. Wobei Herr Draghi es inzwischen selbst begriffen hat. Der redet ja dauernd über Löhne. Der hat es begriffen. Die deutschen Politiker wollen es nicht begreifen. Weil immer wieder Wettbewerbsfähig, weil immer wieder der BDI-Präsident anruft und sagt, bloß nicht über Löhne reden. Das ist, wir sind so wettbewerbsfähig, wir dürfen das nie ändern. Mein Vorschlag, über den Mindestlohn das zu regulieren, ist, das Gefälle vielleicht in Deutschland vielleicht zu reduzieren, weil wir haben zwar ein europäisches Gefälle, was dazu führt, dass wir einen Leistungsbilanzüberschuss haben, dass wir auch letztendlich Druck auf die südlichen Staaten ausüben, aber in Deutschland selbst könnte man vielleicht mit dieser Methode das regulieren. Absolut, nein, die Methode Mindestlohn ist gut, ne? Nur man darf nicht den Mindestlohn alleine erhöhen, aber man kann über den Mindestlohn kann man in der Tat gewaltig Druck auf die Gewerkschaften ausüben, perverserweise mal sagen, irgendwie, weil wenn nämlich die untersten Lohngruppen im Tarifvertrag merken, oh, die ganz unten, die kommen ja näher, dann machen die Druck auf ihre Gewerkschaftsspitzen, dass sie auch so viel haben wollen. Also auf diese Weise kann man das machen. So hat China zum Beispiel gemacht. China wurde der Mindestlohn jedes Jahr um 15-18% erhöht. Und was ist passiert? Alle Löhne sind gestiegen, natürlich massiv, weil die unteren wollen nicht noch näher an die Mindestlöhne ran. Noch ein weiterer Punkt ist, wir hatten darüber geredet gehabt, was wir machen müssten, um das Ganze zu verändern, um diese Umverteilung letztendlich auch voranzutreiben. Und Ihre Aussage war, wir bräuchten mutigere Menschen in der Politik. Die Leute trauen sich nicht, selbst in der Linken ist das eher eine Minderheitsmeinung, wie das rausklang. Wir haben aber Leute wie Oskar Lafontaine gehabt, die das versucht haben, auch voranzutreiben, dieses Thema. Warum reichen diese Personen nicht aus? Wo fehlt es? Ist aber schon bald zu Ende dann. Es ist schon bald zu Ende. Aber Leute, auch wie Sarah Wagenknecht, die das weiter. Immerhin ein Ehepaar haben wir. Die das Erbe ja weitertragen wollen und auch zusammen auch kooperieren, sicherlich. Aber da reicht das nicht aus. Ich meine, reichen diese Personen nicht aus? Reicht eine Sarah Wagenknecht nicht aus? Oskar Lafontaine als Parteivorsitzender der SPD hat natürlich ausgereicht Vorsitzender, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch ist, der Linken im Saarland reicht natürlich nicht. Das sind einfach politische Gewichte, haben sich da verschoben. Nein, wir brauchen vor allem kompetente Politiker. Das ist das Hauptproblem. Kompetente Politiker machen dann von allein aus schon das Richtige. Nur, welcher Politiker hat denn ein bisschen Ahnung von volkswirtschaftlichen Fragen, von Makroökonomie? Überhaupt nichts, ne? Null. Gucken Sie alle durch alle Parteien. Die wunderbare neue FDP jetzt die will doch jetzt Wirtschaftspolitik machen. Nur mit wem? Mit wem? Das ist die Frage. Ne? An der Stelle sagen Sie ja auch gleichzeitig, da muss man das loskoppeln von Politikern und muss ein Gremium an Wissenschaftlern zusammensetzen, dass letztendlich diese Entscheidung an der Stelle fällt. Naja, das muss man auch dann anders machen, als es bisher gemacht wird. Der Sachverständigenrat bewirkt ja auch nichts, er bewirkt das Gegenteil, weil da steht es immer 4-1. Beratende Funktion. Ja, man muss versuchen, mehr kompetente Leute, also Wissenschaftler, in die Politik zu bekommen. Ich bin ja damals auch als Wissenschaftler in die Politik gegangen und hätte da sicherlich einiges bewegen können, wenn mir mein Minister nicht abhanden gekommen wäre. Aber das ist ja eine lange Geschichte, die wir jetzt nicht erzählen wollen. Also wenn wir jetzt über sozusagen so die Schnittstelle Wirtschaft, wirtschaftspolitische Kompetenz und Politik darüber sprechen, dann, also wir haben ja vor Ihrem Gespräch haben wir mit Gustav Horn gesprochen und er hat uns gesagt, er findet es eben auch schräg, dieses Gefälle im Sachverständigenrat. Also man hat einen nachfrageorientierten Wirtschaftswissenschaftler und der Rest ist irgendwie angebotsseitig orientiert. Für mich als Beobachter, für mich wirkt das immer ein bisschen schräg, wenn sich dann Leute, die sich 40, 50 Jahre, mal überspitzt gesagt, nur mit mathematischen Modellen und wirtschaftspolitischen Zusammenhang beschäftigen, sich dann gegenseitig die Kompetenz absprechen, irgendwie rechnen zu können. Also Bofinger. Der ja immer in der Minderheitsmeinung ist, gab es ja diese Auseinandersetzung. Also wo muss man jetzt wenn man die Konsequenzen der Agenda-Politik vergleicht, welches Vergleichsjahr nimmt man? Nimmt man 2005 oder nimmt man 2010? Also ein Boom-Bust-Unterschied. Kann man so in der Öffentlichkeit um Glaubwürdigkeit werben? Weil Sie wurden da mit dieser Frage auch schon konfrontiert, das weiß ich, Sie haben da auch drüber schon geschrieben auf Makroskop. Aber da treffen zwei unterschiedliche Weltanschauungen natürlich aufeinander und ringen umeinander, ringen da um die Wahrheit, aber wo die Wahrheit letztlich liegt, das ist dann... Naja, das mit dem Ringen um die Wahrheit ist ja so eine Sache. Ne? Manche ringen, manche verdrängen die Wahrheit sozusagen. Ja gut, ja. Da gibt es schon gewaltige Unterschiede. Na, sehen Sie, ich sage Ihnen mal zwei einfache Beispiele. Ne? Mit dem Ringen um die Wahrheit ist mit den Ökonomen nicht so einfach. Ne?
sage ich mal. Es ist generell in der Wissenschaft schwierig. Eine diskursive Wissenschaft. Es ist generell in der Wissenschaft schwierig, aber Wirtschaftswissenschaften ist natürlich noch mal was Besonderes, weil wir alle wissen, wo die Macht in der Wirtschaft sitzt. Die sitzt nämlich bei den Arbeitgebern und alle Ökonomen, die immer schöne Vorträge bei den Arbeitgebern zum Beispiel halten wollen, die dürfen nie was gegen die Arbeitgeber sagen. Oder wenn man Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft einmal einen schönen Auftrag gekriegt hat, sagt man nie mehr was gegen die Arbeitgeberseite. Ne? So einfach ist es. Aber deswegen ist es mit dem Ringen um die Wahrheit nicht so klar. Aber ich sage immer zwei einfache Beispiele, wo man das sieht, dass es gar kein Ringen um die Wahrheit gibt, sondern manche verdrängen einfach die Wahrheit. Es gibt diesen einfachen Zusammenhang, auf den ich immer verweise in meinen Schriften zwischen Lohnstückkosten und Inflation. Ne? Wie gesagt, die EZB hat es inzwischen begriffen. Der wird von der herrschenden Lehre in der Ökonomik einfach verdrängt. Ne? Wird einfach nicht zur Kenntnis genommen. Denn wenn Sie den zur Kenntnis, Sie wissen genau, wenn Sie den zur Kenntnis nehmen, ich habe ihn auch schon Mainstream-Ökonomen vorgeführt, die schauen dann weg, die schauen in die andere Richtung, weil das wollen sie nicht sehen, weil es ja zu peinlich. Weil wenn Sie das anerkennen, dann erkennen Sie an, dass Ihr gesamtes Arbeitsmarktmodell sinnlos ist. Ne? Das Arbeitsmarktmodell, das neoklassische Arbeitsmarktmodell kann man dann wegschmeißen, wenn die Löhne die Preise bestimmen. Denn wenn sie die Preise bestimmen, können sie nicht die Beschäftigung bestimmen. Beides können sie nicht bestimmen. Das ist ein furchtbar einfacher Gedankengang, der ist nicht zu kommunizieren. Ne? Und jetzt kann mir niemand erzählen, dass der nicht zu kommunizieren ist, weil die Leute zu blöde werden. So blöde sind sie nicht. Ne? Der ist nicht zu kommunizieren, weil sie es nicht kommunizieren wollen. Und weil sie es systematisch verdrängen. Insofern, da ringt niemand mit der Wahrheit, ne? Sondern die verdrängen die Wahrheit oder ignorieren die Wahrheit. Eine einfache, wirklich simple, empirische Wahrheit. Aber, oder ja. mein zweites Beispiel noch sagen, die Schulden. Ne? Bei den Schulden verweisen wir auch jeden Tag auf Makroskop ungefähr auf einen schlichten Zusammenhang, der da heißt, es gibt vier Sektoren in der Welt und diese vier Sektoren haben entweder sind Sparer oder Schuldner. Und deren Salden saldieren sich zu Null. Ne? Das ist immer zu Null. Und deswegen kann man leicht Schlussfolgerungen ziehen aus dieser einfachen Identität, was ja nur Buchhaltung ist. Diese Buchhaltung wird systematisch von der herrschenden Lehre weggedrängt. Ne? Jetzt können sie es nicht mehr ganz wegdrängen. Ich habe gerade einen Artikel geschrieben zu den Instituten. In ihrem Gutachten schreiben sie darüber, dass die Unternehmen sind nämlich Sparer geworden in Deutschland. Was heißt, wer ist denn ein Schuldner? Ne? Wenn die privaten Haushalte sind ja. Sparer, die Unternehmen sind Sparer, ja, das kann nur noch der Staat sein oder das Ausland. Ne? Aber das Ausland steht offensichtlich für die Welt nicht zur Verfügung, weil die Welt kein Ausland hat. Also müsste jeder vernünftige Ökonom, ringen um die Wahrheit, sagen, jawohl, wenn das so ist, große geschlossene Volkswirtschaften wie Europa oder USA, muss sich der Staat verschulden. Ja, es geht nicht anders, weil es einfach logisch. Ne? Es gibt gar keine andere Logik. Und schauen Sie in das Institute-Gutachten rein, kein Wort davon. Sie setzen sich zwar mit der Frage auseinander, wahrscheinlich, weil irgendjemand gesagt hat, ihr müsst euch damit auseinandersetzen, der Flassbeck und andere sagen dauernd, das sei so schlimm. Ja, aber dann keine Schlussfolgerung. Und Sie können keine Schlussfolgerung ziehen, weil Ihre Welt so zusammenbricht. Ne? Aber, zu dieser ökonomischen Absurdität haben Sie ja eine sportliche Analogität gesetzt. Und das ist letztendlich, wenn Sie jetzt vorschlagen würden, lasst uns alle Weltmeister sein, also Fußballweltmeister, würde jeder sagen, ist halt nicht möglich. Ja. Wenn Sie sagen, jeder soll Sparer sein und der soll wettbewerbsfähiger sein, würden alle natürlich sagen, sollen wir machen, ist aber nach Ihrer genauso möglich. Ist wenig möglich. Nach Ihrer Auffassung genauso nicht unmöglich. Nach meiner Auffassung, einfach Logik. Oder auch genau meine so. Logik. Braucht man keine Auffassung zu. An der Stelle will ich Ihnen auch keine Widersprüche nennen. Nee. Aber was für mich dann letztendlich an der Stelle offensichtlich wird, ist, dass die Leute weiterhin der Weltmeister sein sollen. Sie wollen letztendlich auf dem Thron sitzen. Sie wollen letztendlich Leute haben, die unter ihnen sitzen. Weil erst durch diese Asymmetrie haben sie ihren Wohlstand erst gewonnen. Und erst durch dieses unverhältnismäßige Leistungs- oder durch diese Leistungsbilanzüberschüsse können sie sich letztendlich auch diesen Zustand aufrechterhalten, nach unten zu schauen, wo jemand unter ihnen ist. Den zweiten Teil Ihres Statements halte ich nicht für richtig, weil nicht durch den Leistungsüberschuss haben wir Wohlstand gewonnen. Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben Wohlstand gewonnen zu Lasten unserer Nachbarn sozusagen mit dem Leistungsüberschuss, aber wir hätten Wohlstand gewinnen können durch einfach, indem wir uns das Einkommen, was wir potenziell produziert haben, selbst gegeben hätten, eben in Form von höheren Löhnen, hätten wir auch Wohlstand, genauso Wohlstand erzeugt. Also Leistungsbilanzüberschuss heißt nicht Wohlstand erzeugen zu Lasten, es heißt Wohlstand erzeugen zu Lasten von jemandem, heißt nicht absolut Wohlstand erzeugen im Sinne, dass ich hätte keine Alternative gehabt. Doch, gab eine wunderbare Alternative, nämlich den Blödsinn zu lassen, diesen Merkantilismus zu lassen, die zu Lasten der Nachbarn reich werden zu wollen und aus eigenen Mitteln reich zu werden. Das hätte man lernen können. Merkantilismus ist ungefähr 300 Jahre tot. Man hätte inzwischen verstehen können, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, wie ein Land Wohlstand erzeugen kann, außer durch Merkantilismus. Aber das Perverse ist ja, und da wären wir dann auch schon wieder bei Frau Ulrike Garot, dass wir diesen Wettbewerb in einer Währungsunion
und in einen Binnenmarkt haben, der, dass die Europäische Union sollte ja auch mal eine politische Union werden. Und wir konkurrieren mit unseren Dumpinglöhnen in Deutschland, das ist ja wirklich mittlerweile schon anerkannt, dass wir einfach die Nachbarn unter Druck setzen damit. Natürlich, und wir die Nachbarn die Euro-Krise, die Asymmetrien oder Divergenzen in der Euro-Krise dann nochmal verschärft haben dadurch, durch dieses Verhalten. Aber die Konsequenz wäre ja daraus, dass wir eigentlich dass wir Solidarität in Europa verstärkt üben mit unseren Nachbarn und eigentlich den Wettbewerb einfach nur nach außen verschieben. Also wir können ja uns hier alle angleichen. Das ist ja das, was auch mit einer europäischen Arbeitslosenversicherung oder Transfers gefordert wird, was vielleicht kommen wird, vielleicht auch nicht, wenn wir einen Finanzminister Christian Lindner haben werden, das werden wir dann sehen, sprechen wir auch noch drüber. Aber für mich ist es dann einfach nur so, okay, so ein bisschen ganz platt gesagt, jetzt diskutieren wir darüber, teilt das reiche Deutschland mit dem weniger reichen Ländern Europas. Überhaupt nicht. Nein, das ist ein Missverständnis. Es geht nicht um Teilen. Es geht überhaupt nicht um Teilen. Aber Transfers, es geht, also das ist nein, das nicht ich will ja keine Transfers. Ich bin dagegen Transfers. Ich bin nicht für Transfers. Warum so? Aber eine Transfers ist ja die Aufgabe sozusagen, die Kapitulation vor der Aufgabe. Eine Währungsunion, um es nochmal klar zu sagen. Eine Währungsunion kann nicht auf Dauer funktionieren, wenn ein Partner und noch zumal der größte Partner dauernd wettbewerbsfähiger ist als die anderen. Und das kann man nicht durch Transfers lösen. Wir leben ja in einer Marktökonomie. Das heißt, irgendwer muss den Wettbewerb verlieren. Nee, das hat damit nichts zu tun. Absolut nichts. Das ist schon die Konfusion wieder in den Hirnen, die wir rauskriegen müssen. Sonst finden wir keine Lösung. Nein, mit Marktökonomie hat es nichts zu tun. Und diese Überlegenheit der Wettbewerbsfähigkeit kann man nicht durch Transfers lösen. Man kann es lösen. Ostdeutschland, Westdeutschland haben wir versucht, es zu lösen. Jetzt, nach 27 Jahren, haben wir gerade gemerkt, immer noch nicht gelöst. Bayern immer noch nicht gelöst. Ja, genau. Die wollen es gar nicht mehr lösen, ne? Also, und das jetzt auf europäische Ebene zu übertragen, ist extrem naiv, extremst naiv, wenn es das Wort gäbe. Aber wie wollen Sie, also zum Beispiel. Also das wird niemals funktionieren. Also zum Beispiel gekaufte Zeit von Wolfgang Streeck. Herr Streeck zitiert ja auch aus Ihrem Buch, nur Deutschland kann den Euro retten. Ja. Zitiert aus Ihrem Buch und er schreibt eben, dass die Divergenzen im Euroraum so riesig sind, dass die ganze Währung Euro, also Joseph Stiglitz zum Beispiel argumentiert auch in eine ähnliche Richtung, dass die ganze Währung Euro schon einfach vielleicht mal neu über, also das, um es mal einfach zu sagen, ein Austritt aus dem Euro weniger Kosten verursachen würde, als im Euro zu bleiben. Folgen Sie dieser Auffassung? Das ist heute so, aber das ist nicht naturgemäß Euro, Folge der Währungsunion sozusagen. Und da weiß ich nicht genau, was Wolfgang Streeck glaubt. Bei Joe Stiglitz bin ich da ziemlich sicher, dass er das Falsche glaubt. Ich vermute, Wolfgang Streeck glaubt auch das Falsche, nämlich die glauben, dass man sozusagen, weil die Länder so unterschiedlich sind, sie keine Währungsunion hätten. Richtig, das italienische Mezzogiorno. Ja, das ist aber falsch. Das ist grundfalsch. Ostdeutschland, Westdeutschland. Das ist aber grundfalsch. Wie kann man diese Divergenzen? Nein, Unterschied. Vorsicht, man muss immer aufpassen. Ökonomie muss man ein bisschen differenzieren, wenn man denn mit der Wahrheit ringt. Man muss sehen, dass Divergenzen, was ist Divergenzen? Worüber Sie jetzt reden, das sind reale Divergenzen. Das ist der Unterschied im Wohlstand oder so, worüber Streeck redet. Weichwährungsländer, Hartwährungsländer. Ja, Moment, das Weichwährung ist schon wieder ganz schwierig. Weichwährungs- und Hartwährungs, das benutzt Fritz Scharf, ist aber auch ein Irrtum. Also ich sage es jetzt nochmal ganz deutlich. Es gibt keinen Grund, keine Währungsunion zu machen, oder ich sage besser andersrum. Man kann eine Währungsunion machen mit Ländern, die total unterschiedlich sind. Real gesehen unterschiedlich sind. Was heißt, die völlig unterschiedliche Wohlstandsniveaus haben. Denn flexible Wechselkurse, der Änderung des Wechselkurses, ändert nichts an den Wohlstandsniveaus, überhaupt nichts. Und die löst auch nicht die Wohlstandsniveaus, überhaupt nicht. Eine grandiose Illusion. Und viele Leute haben eben Währungssysteme nicht richtig verstanden, inklusive Joe Stiglitz. So, ja, ich kenne ihn sehr gut und habe viel mit ihm darüber diskutiert auch schon. So. Was man nicht haben darf. Währungsunion heißt, man einigt sich auf ein bestimmtes Inflationsziel. Und das heißt, alle müssen sich an dieses Inflationsziel halten. Das heißt, es darf keine nominale Divergenz geben. Nominal muss man konvergieren. Man muss immer das gleiche Inflationsziel erreichen. Das hat aber mit Wohlstand überhaupt nichts zu tun. Es können arme Länder das Inflationsziel erreichen und reiche Länder erreichen oder nicht. Was in Europa schiefgelaufen ist, ist die nominale Konvergenz ist schiefgelaufen. Wir haben nämlich nominale Divergenz dadurch, dass Deutschland eine absurde Lohnzurückhaltungspolitik gemacht hat. Mit der realen Situation in den Ländern hat das nichts zu tun. Das ist grandiose Konfusion. Und deswegen sagen viele ja,
ja heute, ich habe schon immer gewusst, in 90er Jahren habe ich immer schon gesagt, der Euro kann nicht funktionieren. Das sind fast alles Leute, die gesagt haben, ach, die realen Unterschiede sind so groß, das kann niemals funktionieren. Das hat mit der heutigen Situation nichts zu tun. Das ist immer noch eine vollkommen falsche Diagnose. Aber die Währungsunion würde dann aber in diesem Kontext dann bedeuten, die Länder müssten dann die Linie dann auch anpassen oder beziehungsweise dann auch so weit regulieren, dass es dann letztendlich diese Unterschiede natürlich nicht gibt. Natürlich, das ist ja meine Forderung. Aber das scheint ja faktisch ja nicht zu funktionieren. Müssten wir da nicht... Nein, faktisch funktioniert es nicht. Und deswegen habe ich ja auf die Frage auch geantwortet, tatsächlich gibt es heute vielleicht keinen Ausweg als irgendwann die Auflösung der Währungsunion. Warum? Aber nicht, weil der Euro an sich ein Fehler gewesen wäre, sondern weil Deutschland sich falsch verhalten hat von Anfang an, vom ersten Tag an sozusagen. Das ist immer noch der Hauptgrund, aber nicht der Euro als solcher. Der Euro kann da nichts für. Man hat den Menschen vielleicht unterschätzt, einfach mal. Die deutsche Politik hat man falsch eingeschätzt. Oder die deutsche Politik eingeschätzt. Die deutsche Bevölkerung. Schröder hat man falsch eingeschätzt. Sagen wir, man muss das immer Ross und Reiter nennen. Man kann es doch sagen, oder? Darf man das nicht sagen? Darf man sicherlich sagen. Aber dann muss man sagen. Dann ist die Frage natürlich, wie kommen wir denn aus dem Dilemma raus? Auflösung hört sich jetzt vielleicht auch schon nach etwas, sagen wir mal, zu drastischem an für viele Leute. Natürlich. Ist ja auch drastisch, ist extrem drastisch. Ausstieg aus einer Währungsunion ist extrem schwierig. Deswegen ist Griechenland nicht ausgestiegen, weil es ist in der Tat extrem schwierig. Und Sie sprechen ja auch von Warnsignalen, die wir jetzt nicht überhören dürfen, spätestens nach dem Brexit. Dann bleibt natürlich immer die Frage offen, welches beste Instrument haben wir jetzt natürlich? Druck auf die deutsche Politik machen? Ja, Druck auf die deutsche Politik ist das beste Instrument. Das predige ich all over Europe sozusagen. Wenn ich immer durch Europa reise, sage ich den Leuten, es gibt zwei Varianten. Entweder ihr steigt aus dem Euro aus, was eine extrem schwierige und komplizierte Operation ist, vor allem den Menschen zu verkaufen, dass ein Land aus dem Euro aussteigt, ist ganz schwierig. Oder aber ihr steht auf, seid Männer oder tapfere Frauen, ist mir egal, stellt euch gegen Frau Merkel und sagt ihr, so geht's nicht weiter. Das ist die Variante. Nur das Zweite hat bisher noch niemand getan. Gleichzeitig sagen Sie ja auch, wir könnten theoretisch die Wahlen so lange aussetzen, bis Angela Merkel keine Lust hat, wenn sie an der Macht ist. Wenn sie letztendlich auch narrativ letztendlich auch ein bisschen mitbestimmt, was wir hier in Deutschland wahrnehmen, dann bleiben wir dabei. Dann ist das weiter so. Ja, deswegen geht es nur über Druck von außen. Deswegen sage ich ja, nein, Deutschland wird sich nicht ändern, weil Deutschland hat ja alles richtig gemacht, scheinbar, in Anführungszeichen. Deutschland geht es gut. Deutschland ist überlegen. Deutschland ist Führungsnation Europas. Warum sollte sich Deutschland ändern? Gibt ja keinen Grund. Außer es gibt außen welche, die sagen, so geht's nicht weiter. Ich dachte ja, Macron irgendwann wird das kapieren. Vielleicht kapiert es ja noch, hat ja noch ein bisschen Zeit, ist ja noch jung. Aber Italien hat es, in Italien haben es viele kapiert. In Italien haben es viel mehr Leute kapiert als in Frankreich. Und wir wollen mal sehen, was nach der nächsten Wahl in Italien passiert. Die ist jetzt im Frühjahr zu 18. Schafft die deutsche Dominanz im Handel, schafft sie Arbeitsplätze im Ausland? Schaffen Arbeitsplätze? Ja. Nein, sie vernichtet Arbeitsplätze im Ausland. Was ist mit VW-Werken in Amerika? Ist schön, dass es die gibt, aber die haben nichts damit zu tun. Dennoch, jeder, der einen Leistungsplatzüberschuss hat, vernichtet in jedem Jahr Arbeitsplätze im Ausland. Weil Sie sagen im in die der Definition Bilanz von Leistungsplatzüberschuss sozusagen. Aber da kommt doch halt ein Unternehmen mit einer hohen Produktivität und setzt dann... Nein, das stimmt ja eben nicht. Und pflanzt das ist dann, schon falsch. Das ist eben keine hohe Produktivität, sondern niedrige Löhne. Sind die und der Politik erzwungene niedrige Löhne, nicht die hohe Produktivität. Das stimmt einfach nicht. Im Vergleich zu Frankreich, deutsche Produktivität ist nicht höher, die ist sogar niedriger als die französische absolut gesehen und ist nicht stärker gestiegen als die französische. Das ist einfach falsch, ist empirisch falsch. Ich versuche hier noch ein Beispiel zu geben, das mich beschäftigt hat, und zwar wir haben ja eine Diskussion darüber, was die Treuhand mit vielen DDR-Unternehmen gemacht hat, die ja eigentlich noch gut gewirtschaftet haben. Also da wurde ja nicht alle und DDR-Unternehmen waren total heruntergewirtschaftet oder. Ja, nur gut gewirtschaftet haben die nicht mehr. Die waren schon nach dem Umtausch ziemlich am Ende, weil der Wechselkurs falsch war. Man hat den Fehler gemacht, die D-Mark, aber die Ostdeutschen wollten die D-Mark haben. Ja, weil die Ostdeutschen nicht wussten, was es bedeutet, D-Mark da. Aber ich bin damals 1990, ich habe ja Vorteil einiger Erfahrungen diesen Dingen, weil ich älter bin. Ich bin 1990 durch Ostdeutschland gereist und habe mit einer einzigen Botschaft. Ich habe den Leuten gesagt, D-Mark haben heißt nicht westliches Einkommen haben. Viele Ökonomen. Niemand glauben wollen. Niemand hat es glauben wollen, weil alle haben sie geglaubt, wenn ich die D-Mark habe, habe ich genauso viel Einkommen wie die im Westen. Und es war ja mehr als das. Also viele Ökonomen haben ja davor gewarnt. Sie haben davor gewarnt, dass das jetzt ein Fehler ist. Aber was dieses wirtschaftspolitische Lehrstück, das ich meine, darin erkennen zu können, ist, dass die
die ostdeutschen Unternehmen zum Teil auch deshalb nicht mehr wettbewerbsfähig waren, weil die Leute diese Produkte nicht mehr haben wollten. Die Leute wollten eine Levi's Jeans natürlich kaufen. Natürlich, klar wollen die keinen Trabi fahren. Das ist, das klar, ist ja auch aber, irgendwo. Ja, aber man hätte natürlich die Firma, die den Trabi gebaut hat, da waren ja kluge Leute, ne? Die haben den falschen Lohn gekriegt, sozusagen in der falschen Währung. Wenn man das alles noch ein bisschen beschützt hätte, hätte ihnen 3 Jahre Zeit gegeben, hätte gesagt, hier baut man ein anderes Auto als ein Trabi, eins, was westlichen Standards entspricht. Ich bin ziemlich sicher, dass sie das hingekriegt hätten. Hätten mir noch ein bisschen Geld und Investitionen geben müssen. Aber die hätten das wahrscheinlich hingekriegt. Die sind ja nicht blöder als die im Westen. Und Amerika, Tesla baut jetzt von null auf nichts, bauen die ein tolles Auto. Warum hätten die das in Ostdeutschland nicht auch bauen sollen? Gibt es keinen Grund für. Nein, wir haben es erst zerkloppt, alles zerkloppen und alle kaputt gemacht, alle in die Arbeitslosigkeit geschickt. Und dann haben wir westliche, schöne westliche Unternehmen aufgebaut. Die Folge sieht man jetzt politisch immer noch im Osten. Gut. Ich möchte noch mal ganz konkret noch mal über die Europolitik sprechen und welche wirtschaftspolitischen Instrumente Sie für sinnvoll und welche für nicht sinnvoll erachten. Und wir haben ja doch jetzt, zumindest nehmen wir den wahr, einen auch auf der im linken politischen Spektrum einen starken Diskurs, der sagt, wir müssen Macron helfen. Wir dürfen Macron nicht scheitern lassen, weil wenn Macron scheitert, dann kommt Le Pen und dann ist die EU aus. Und Macron droht an dem zu scheitern, an dem Hollande schon vor ihm gescheitert ist. Und das ist eben ein großes Eurozonenbudget, Transfers, die sie ablehnen, Dinge, die die Vormacht Deutschlands in Europa ausgleichen sollen. Das Problem mit Macron ist nicht, dass er zu viel fordert, sondern er fordert zu wenig. Die falschen Sachen. Er hat sich, glaube ich, jetzt, also wenn ich das richtig interpretiere, sage ich mal so, hat er sich vorgenommen, wir machen ein bisschen was, was die Deutschen von uns fordern, Arbeitsmarktflexibilität, im Inneren, Strukturprobleme lösen. Und dann müssen die Deutschen ja das machen, was wir fordern, Investitionen und pipapo, alles, was er, Euro-Finanzminister, wobei der Euro-Finanzminister ist ein Witz, ne? Was heißt ein Euro-Finanzminister? Er muss sagen, andere Wirtschaftspolitik, ne? Andere Finanzpolitik, ich habe das gerade im Freitag geschrieben, letzte Woche, er muss andere sagen, welche Finanzpolitik wollen wir nicht einen neuen Kopf dahinsetzen, der wer weiß was erzählt, dann wird Herr Luis de Guindos, wird dann europäischer Finanzminister und dann ist es schlimmer als vorher. Das ist doch sinnlos. Er muss fordern, wir wollen eine andere Politik. Und eine andere Politik gibt es nur auf der Basis einer anderen Theorie. Und da muss sich auch ein Politiker, wenn er etwas ändern will, hinstellen können und das erklären können. Nur das tut er nicht, weil er es nicht kann. Also das Problem in Ihren Augen in Europa momentan ist nicht die Verschuldung der Staaten. Nein, das wäre nicht. Das wäre der liberal-rechtskonservative Narrativ, ja. Sondern dass sich andere Länder bei Deutschland verschulden. Ja, natürlich, weil Deutschland diese extreme Lücke und den Merkantilismus fährt. Und das der einzige Hebel, den Sie da sehen, der betätigt werden müsste, ist einfach deutsche Löhne steigen. Ja, das wird nicht alleine reichen. Das ist die notwendige Bedingung sozusagen. Die deutschen Löhne müssen steigen, damit diese Wettbewerbslücke verschwindet. Die muss weg. Die muss auf jeden Fall weg, weil irgendwann, Frankreich kann nicht mit einem Kostenabstand von Deutschland auf Dauer überleben. Es kann wirklich nicht überleben wirtschaftlich. Warum? Weil seine Exporte immer wieder hinter Deutschland zurückfallen. In China und überall auf der Welt, in den USA, nicht nur in Europa, sondern überall auf der Welt fällt Frankreich dauernd hinter Deutschland zurück. Und das geht auf Dauer nicht. Und deswegen muss diese Lücke muss auf jeden Fall weg. Das wird aber nicht reichen, um jetzt einen Aufschwung in Europa herbeizuführen und die Dinge schnell zum Bessern zu wenden. Dazu braucht man dann noch Schulden. Aber staatliche kann man nicht Schulden, staatliche Investitionen mit staatlichen Schulden. Eine letzte Nachfrage. Die ganzen Two-Pack, Four-Pack, Fiskalpakt, diverse Formen von Schuldenbremsen, das müsste alles weg. Nein, nicht alles weg. Der Sixpack war nicht so unvernünftig. Der hat ja einige vernünftige Regelungen gebracht, unter anderem die, dass Deutschland keinen so hohen Leistungsbilanzüberschuss haben dürfte. Nur Deutschland hält sich nicht daran. Deutschland hält sich. Denkt nicht daran, sich daran zu halten. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt ist vollkommen absurd, weil er staatliche Verschuldung verringern will, ohne die Frage zu stellen, was denn die anderen Sektoren tun. Wie gesagt, wenn Haushalte und Unternehmen sparen, muss der Staat Schulden machen, weil sonst gibt es keine Lösung. Außer man findet dann einen Mond oder einen Mars, die Schulden machen. Das ist vollkommen absurd. Warum können wir nicht kurzfristig Transferleistungen einführen, um dieses
Ungleichgewicht erstmal abzufedern. Weil das keine Lösung ist. Es ist keine Lösung. Die Franzosen wollen keine Transferleistung von Deutschland. Der Franzose will doch nicht von Deutschland irgendwie bezahlt werden. Der braucht es auch nicht. Der ist genauso produktiv, wie gesagt, produktiver als die Deutschen. Warum sollten wir denn einem Land, was produktiver ist als wir, Transferleistung geben? Das ist doch absurd. Erst konkurrieren wir sie nieder durch niedrige Löhne und dann geben wir ihnen Transferleistung. Die wollen das nicht. Die wollen ihr nicht von Deutschland dominiert werden. Transferleistung heißt doch wie Ostdeutschland, wer zahlt bestimmt, ne? Nicht im bilateralen Verhältnis, sondern über die EU und dann verschwinden die geringen. Das ist absurd, Frankreich zu alimentieren. Aber was ist mit Regionen? Keine deutsche Alimente. Was ist mit Regionen wie Süditalien oder Bulgarien? Ja, das kann man ja machen. Für kleine Regionen kann man das machen. Aber Deutschland, Frankreich ist das vollkommen absurd. Oder Deutschland, Italien ist auch vollkommen absurd. Zu sagen, die alimentieren wir jetzt. Das ist ein deutscher Größenwahn, ist das, der sich dann noch niederschlägt, konkret. In der Tatsache, dass wir die bezahlen, dann kommen hier die Rechten, kommen noch viel größer raus und in Frankreich kommen die Rechten auch groß raus, weil die sagen, guck mal, jetzt sind wir so weit gekommen, dass die Deutschen uns bezahlen müssen. Schon absolut zu. Die Gefahr besteht natürlich, dass das immer instrumentalisiert werden kann von Populisten aus den Empfängern und den Gebern. Sie haben ja noch kein Euro Steuergeld bezahlt für Europa und die AfD ist damit groß geworden, dass unser gutes Steuergeld wird jetzt nach Europa. Christian Lindner spricht von einer Pipeline, die von Deutschland nach Frankreich. Ja, das Wort, Zitat. Also da sieht man schon, wie das instrumentalisiert wird. Nein, man muss die Probleme immer bei ihren Ursachen lösen. Sie müssen immer Ursachentherapie betreiben. Nicht die Ursachen zukleistern mit irgendwas, sondern Ursachentherapie betreiben. Die Währungsunion kann auf 100 Jahre, ist sie ausgelegt, oder 500 Jahre, nur existieren, wenn alle Länder begreifen, dass man nicht die anderen niederbügeln darf durch niedrige Löhne. Ansonsten darf man alles machen, was man will, aber man darf nicht Merkantilismus betreiben. Aber jetzt die Preisfrage. Wenn wir das alles über die Löhne regeln und durch die Robotik und Automatisierung 2/3 der Jobs wegfallen, brauchen wir dann nicht das bedingungslose Grundeinkommen? Leider ganz falsch. Ist wieder alles falsch. Gottes Willen. Es fällt ja nichts weg. Wo ist denn die Robotik? Wie hoch steigt die Produktivität in Deutschland in diesem Jahr? 0,8, vielleicht 0,9%. Es ist nichts. Es ist nichts davon da zu sehen. Wenn Sie Statistik anschauen, sehen Sie nichts von der ganzen Robotik. Die gibt's einfach nicht. Weiß nicht, wo die ist, aber sie ist nicht da. Und selbst wenn sie da wäre, wenn da stünde 5% Produktivität in Deutschland, wäre es gut, dann würden wir sagen, hurra, jetzt erhöhen wir die Löhne um 7%, weil 5 plus Inflationsrate, es gibt 7. Und das ist doch wunderbar, das Beste, was uns passieren kann. Die Deutschen fragen nach wie verrückt, die fahren noch mehr ins Ausland, was gut ist, weil dann der Leistungsplatzüberschuss verschwindet. Aber es ist eine absurde Frage und deswegen mit Grundeinkommen hat das alles überhaupt nichts zu tun, nichts. Aber nochmal ganz kurz, um auf die Populisten in Deutschland, aber auch in Frankreich, aber auch in anderen europäischen Staaten zu sprechen zu kommen, die durch Alimentierung oder durch das Bild der Alimentierung etwas mehr an Kraft gewinnen. Sicherlich, ich würde Ihnen da auch gar nicht widersprechen, aber das Problem ist ja immer, dass wir mit unseren Worten unsere Handlungen auch sicherlich auch bestimmen. Und wenn wir gerade dieses Bild und diesen Begriff der Alimentierung auch verwenden, und ich meine, auch wenn es faktisch nichts anderes ist, vielleicht auch nach Ihren Vorstellungen sicherlich identisch dazu ist, müssen wir gucken, dass wir vielleicht auch damit arbeiten. Wenn wir letztendlich hier in Deutschland, können wir ja auch sagen, na gut, ich meine, Bayern alimentiert irgendwie Berlin und dann steigen irgendwie irgendwelche separatistischen Bewegungen in Bayern werden stärker und dann... Nein, das alimentiert ja gerade nicht mehr. Der Finanzausgleich ist doch gerade am Ende. Wird doch tot gemacht von Bayern systematisch, von den beiden Geberländern Bayern und Baden-Württemberg. Selbst der Finanzausgleich in Deutschland wird systematisch runtergefahren. Gut, aber gegenwärtig besteht er ja noch und das ist immer noch der Nicht mehr sehr viel. Deswegen hat sich Bayern noch nicht abgespaltet, so wie die Katalanen jetzt. Die sollen sich doch abspalten. Ich bin dafür, dass Bayern sich abspaltet. Finde ich sehr gut. Ich bin überzeugt davon, in Bayern, wenn Sie fragen, soll Bayern autonom werden, kriegen Sie noch keine 20% zustande, die Ja sagen, weil die haben von nichts mehr Angst, als von der CSU wirklich regiert zu werden. Das ist eine echte Drohung für die Bayern. Ansonsten, der CSU ist doch nur Kult, ist doch nur Volksverdummung, was sie aber gerne mögen, weil sie sich gerne beim Maß verdummen lassen wollen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass die Grundlagen, die für diese Bewegungen da sind oder geschaffen werden müssen, nicht sehr groß sind. Ne? Also die Hürde ist relativ gering. Man braucht irgendwie nur Begriffe wie wir zahlen zu viel,
wir werden überrannt, wir werden überlaufen und das reicht schon letztendlich, um diese Bewegung anschwellen zu lassen ins Unendliche. Also müssen wir vielleicht nicht anfangen, überhaupt erstmal darüber nachzudenken, welche Worte wir wählen, bevor wir überhaupt sowas letztendlich machen. Also ich meine, es ist ja letztendlich auch nichts Dramatisches daran. Da bin ich absolut dafür. Meiner Ansicht nach Gelder fließen zu lassen, um letztendlich dieses deutsch erzeugte Ungleichgewicht wieder runterzufahren. Also ich sehe zumindest daran kein Problem, wenn man letztendlich ein Problem erzeugt. Und Sie reden ja auch davon, wenn Leute fallen, muss man immer fragen, wer schubst sie denn am Ende des Tages? Ja, aber und wenn Deutschland derjenige ist, der links und rechts mit dem ausgefahrenen Ellbogen alle umstößt. Es ist keine Lösung. Kann man sich hinstellen und die Leute wieder hochhelfen. Wenigstens. Schubsen ist ein gutes Beispiel, aber es ist keine Lösung, wenn derjenige, der einen in den Graben schubst, ihm dann nach einiger Zeit wieder raushilft, ne? Ja, es ist keine Lösung für die Probleme zwischen Nationen. Das meine ich sehr ernst. Es ist keine Lösung für Probleme zwischen Nationen, die einen in den Graben zu werfen und dann zu sagen, oh, guck mal, ich bin solidarisch, ich helfe dir wieder raus. Genau, aber deswegen soll man sich jetzt nicht hinstellen Das ist katastrophal, weil der andere das ja begreift irgendwie. Der hat ja gemerkt, wer ihn reingeschubst hat. Noch schlimmer wäre gar nichts zu tun. Aber eine Sache möchte ich noch gerne mit Ihnen aufmachen. Und zwar, viele Ökonomen zerbrechen sich den Kopf darüber, wie wir wieder Wachstum, wie wir mehr Wachstum, mehr Wohlstand generieren, um dieses Nachkriegsversprechen auch immer noch einzulösen, auch für die nächsten Generationen, die kommen. Dass es eben für die Generation nach uns mehr Wohlstand gibt. Es gibt immer noch viele Leute, die mehr Wohlstand gerne sehen würden. Was halten Sie von dieser Theorie, so die lower and higher hanging fruits, also dass man sozusagen mit der Art, wie wir wirtschaften, jeder hat schon das neueste iPhone-Modell, jeder hat schon die und jene Produkte, die Unternehmen, die jetzt an den Börsen die riesigsten Volumina haben, das sind Unternehmen, die gar keine Dinge mehr herstellen, die man angreifen kann, die wirklich, weiß man gar nicht, ist das jetzt 10 Milliarden wert oder ist es am Ende gar nichts wert? Also sehen Sie generell, dass diese klassische Ökonomie mit ihren Modellen ein bisschen an ein Ende kommt oder nicht? Also das, ja. Ja, Postwachstum sozusagen. Genau. Nein, von Postwachstum halte ich überhaupt nichts, weil ich nicht sehe, wo der Break ist, wo der Punkt ist, wo wir auch vom Wachstum in Postwachstum gekommen sind. Wir können einen Break machen und da bin ich absolut dafür, wenn Sie verfolgen, was ich auch dazu schreibe, zu Klimafragen, bin ich absolut dafür, dass man wenn man den Klimawandel ernst nehmen will und man will ihn politisch ernst nehmen, dass man agiert. Und agieren heißt, systematisch fossile Rohstoffe zurückzudrängen. Und wie drängt man die in der Marktwirtschaft zurück? Indem man sie teurer macht. Das ist furchtbar einfach. Dann kriegen sie ein anderes Wachstum. Post, ob das Post oder was ist, weiß ich nicht. Das ist immer noch Käse. Aber sie kriegen was anderes. Wenn sie systematisch Öl und Gas verteuern, und zwar die Staaten der Welt, Pariser Klimaabkommen ist leider zu schwach. Es muss auch um Instrumente gehen, nicht nur um Ziele. Die Instrumente sind für mich die Verteuerung fossiler Energie. Das ist das wichtigste Instrument, gar keine Frage, global gesehen. So, aber wer ist dazu bereit? Niemand. So, was heißt es denn dann? Wir können ein anderes Wachstum bekommen, aber wir wollen es offensichtlich nicht. Wenn der Ölpreis sinkt, jubeln alle in Deutschland und sagen, oh, es ist ein Konjunkturprogramm. Niemand sagt, das ist ein Klimakatastrophenprogramm, das sagt niemand. Und wir sind einfach nicht konsequent. Wir wollen das nicht wahrhaben. Ne? Und die Grünen auch nicht. Schauen Sie das Wahlprogramm der Grünen, da steht drin, ja, der Preis für Zertifikate, das ist sowas Abstraktes, was niemand sich vorstellen kann, könnte steigen oder müsste steigen. Aber Sie sagen nicht, der Preis für Öl muss steigen. Der Preis für Öl muss steigen. Das ist ganz einfach. Also indem wir auf neue Technologien setzen, können wir unser Wohlstandsniveau halten oder auch mehr. Ja, wir müssen aber die neuen Technologien tragfähig machen, dadurch, dass die Preise für die alten sich ändern. Ich meine, die ganze deutsche Energiewende war ja eine Preissubvention. Es war eine Preissubvention für Wind und Sonne, das kann man ja gut finden, ist ja völlig in Ordnung. Nur das muss man konsequent fortsetzen. Das geht nicht, wenn Deutschland mal ein paar Windräder hinstellt und ein bisschen auf die Sonne wartet. Das reicht leider für eine globale Klimawende nicht aus. Und gleichzeitig aber die dicksten Autos durch die Gegend fährt und jeder will für 20 Euro nach Malle fliegen. Das geht nicht, das gibt es auf dieser Welt nicht. So, und jetzt kommt aber das Allerschlimmste. Ja, auf einer vernünftigen Welt gibt es das nicht. Und jetzt kommt das Allerschlimmste. Und wenn ich das nämlich durchsetzen will, dann muss ich nämlich was anderes tun. Dann muss ich nämlich denen da ganz unten muss ich eine Entschädigung dafür geben. Denn dass die das alles bezahlen, und die bezahlen ja viel mehr in Relation zu ihrem Einkommen wie die anderen, das ist ja auch nicht einzusehen. So, aber diese Kombination von die Welt wirklich ändern,
durch relevante Preissignale und Umverteilung, damit auch die unteren Einkommensgruppen das mittragen können, die ist vollkommen tabu. Da redet niemand drüber, weder Linke noch Grüne noch irgendwer. Einfach tabu. Aber Herr Flassberg, jetzt haben Sie doch schon den für mich entscheidenden Punkt angesprochen. Es kann halt nicht jeder für 20 Euro nach Malle fliegen und es soll auch nicht jeder für 20 Euro nach Malle fliegen. Aber insgesamt aufhören, und 20 Euro nach Malle fliegen. Das würden viele Menschen als Wohlstandseinbuße empfinden, natürlich. Natürlich, ja klar, natürlich. Deswegen muss man ihnen, denen es am schlechtesten geht, muss man eine Kompensation geben. Aber alle werden vielleicht dabei verlieren, wenn wir, kommt drauf an, in welchem Tempo man das durchsetzt. Da bin ich nicht sehr ehrgeizig. Ich sage über 100 Jahre. Also erhöht den Ölpreis jedes Jahr um 3%. Das ist erträglich. Denn das ist dann noch innerhalb der Einkommensspanne. Dann kann mein Einkommen sogar konstant bleiben. Sogar im Durchschnitt kann das Einkommen konstant bleiben. Aber ich muss die unteren Einkommensgruppen muss ich entschädigen. Das ist gar keine Frage. Man kann das Ganze ja umspiegeln. Also wir sprechen dann oft darüber, wir sprechen über Neoliberalismus und was der angerichtet hat die letzten 30 Jahre. Meiner Ansicht nach haben ja selbst viele Linke oder Menschen, die sich als links beschreiben würden, diese neoliberalen Dinge internalisiert, indem sie eben gar nicht mehr drüber nachdenken, dass durch Dumpinglöhne natürlich diese ganzen Discount-Angebote, ob es jetzt Discount-Fliegen, Discount-Supermärkte, Discount-Dienstleistungen, das ist ja alles erst möglich geworden. Genau, und die Arbeitnehmer selbst begreifen vor allem nicht, dass das Zeug nur Geiz ist geil ist, weil ihre Löhne so niedrig sind. Nur deswegen ist der Geiz geil. Ne? Und nur wenn sie das mal begreifen würden, aber das könnte mal jemand sagen, könnte jemand eine Partei mal aufstehen und sagen, guck mal, ihr werdet sofort beschissen morgens bis abends. Und da würden die Armen, die haushaltsschwachen Einkommen, würden sofort sagen, ich meine, jetzt sinkt mein Konsumniveau noch mehr. Ja, ich habe überhaupt gar nichts davon. Natürlich, ja klar. Deswegen muss man es mit einem grandiosen Umverteilungsprogramm verbinden. Aber das heißt Klimawandel. Nur das will niemand. Sehen Sie daran, das will niemand. Es will gar niemand. Wir reden gern darüber. Wir machen gerne ein bisschen Symbolpolitik, ne? Wir wechseln die Glühlampen aus. Das ist eine unglaubliche Maßnahme. Und wir können noch, vielleicht noch die Suffs verbieten oder Diesel verbieten oder so. Das ist geniale Maßnahmen alles. Nur die haben alle mit dem Klimawandel überhaupt nichts zu tun. Absolut nichts. Und die eigentliche Bekämpfung des Klimawandels wollen wir nämlich gar nicht. Wir haben angefangen mit Handlungsoptionen für linke Politik und haben jetzt auch nochmal drüber gesprochen, welche unangenehmen Wahrheiten auch linke Parteien ihrer Wahlbevölkerung, ihrem Wahlklientel vermitteln müssen, um eine wirklich große Wende zu schaffen. Und bedanken uns sehr herzlich bei Professor Dr. Heiner Flassbeck, dass er hier uns zu Gast hatte in Wiesbaden. Und vielleicht finden wir uns ja nochmal zusammen für eine weitere Folge. Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch.